Bitte beachten Sie die FSK-Freigabe und den Rechtehinweis am Ende des Programms. Hallo Boys und Ghouls und willkommen bei Dread TV. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schocktober, dem Halloween Special. Vielleicht lässt es sich ja schon erahnen, um was es heute geht, so, aber ich möchte nicht vorgreifen. In diesem Sinne, let's go der Waschbär. Ja, beim Kramen in meinem Archiv, ne, ist mir natürlich wieder was in die Hände gefallen, wie soll es auch anders sein? Und das möchte ich euch heute vorstellen. Ja, ich pack das mal ganz toll aus. So, Hände hoch, wer diese beiden Comics kennt. Yeah. Ja, das sind hier Nightmare on Elm Street Comics. So, die es 1989 in Amerika und 1990 hier zu kaufen gab. Hier wurden sie von Interpart Comics vertrieben und in Amerika wurden sie, glaube ich, sogar von Marvel auf den Markt gebracht. Zu dieser Zeit war, glaube ich, gerade Teil 5 im Kino, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja, und aufgrund der Popularität hat man sich gedacht so, komm, wir machen auch mal Comics. Für die Interpart Comics gab es damals Horror-Comics, so nannten die sich Horror-Geschichten zum Gruseln, ne, Horror-Gruselgeschichten. Und dann gab es auch noch Geisterhausgeschichten. Und das hier war jetzt so ein Horror-Special. Und da hat man halt die beiden Nightmare on Elm Street Comics reingemacht. So, wir können da jetzt auch gerne mal ein bisschen reingucken. Your wildest dreams will come true. How sweet, fresh meat. A Nightmare on Elm Street. Ja, anders als die ganzen anderen Horror-Ausgaben von Interpart sind diese hier in Schwarz-Weiß. Ich nehme mal an, dass es sich da eher halt um eine Zensur handelt für den deutschen Markt, da halt einige Panels doch sehr grafisch sind. Ja, zum ersten Comic. So, die Comics bedienen nicht die Story der Filme, sondern haben sich halt eine ganz eigene Story ausgedacht. Und in dem ersten Comic geht es halt darum, dass halt... erstmal geht es halt darum, wie ein Mädchen halt natürlich von Freddy träumt und natürlich auch dementsprechend dann immer in ihren Träumen dann von ihm gepiesackt wird. Ja, nachdem die Eltern halt oben Schreie und Gepolter hören, rufen natürlich die Polizei, die gehen dann hoch, brechen die Tür auf und dann liegt das Mädchen halt total geschunden und aufgeschlitzt und blutend in ihrem Bett, hat aber noch Pulsen, ist am Leben. Es kommt dann ins Krankenhaus und soll operiert werden und dort gibt es dann eine Narkose für sie und während der Narkose kommt Freddy dann halt wieder und sie versucht ihm dann in ihren Träumen zu entkommen. Das ist schon mal sehr spannend. Das ist halt die eine Geschichte. Das ist dann das Mädchen, um das es dann auch im weiteren Verlauf der Story geht. Und auf der anderen Seite sieht man halt eine Origin-Story von Freddy beziehungsweise Frederick, wie er hier heißt, als kleiner Junge. Also genauso wie in dem Film auch, wie er halt von der von Amanda Krueger halt geboren wurde. Und halt der Bastard von 1000 Wahnsinnigen ist. Das wird hier auch aufgegriffen, aber es wird auch gezeigt, wie er halt zu Pflegeeltern kommt danach und wie er da aufwächst und dass er halt als Jugendlicher dann seine Eltern umbringt und dann halt auf eigene Faust sich durchschlägt. All das beinhaltet dieses Comic. Und dieses Comic endet auch mit einem richtig miesen Cliffhanger. Also so, dass man sich das zweite Comic auch kaufen musste. Ja.
Ja, im zweiten Teil geht es dann halt darum. Ach, genau. So. Ich weiß nicht so genau, wie das Erscheinungsdatum war, ob die jetzt einen Monat oder 3 Monate brauchten. Das kann ich hier, also ist aus den Comics nicht zu ersehen. Allerdings gibt es aber hier nochmal eine Inhaltsangabe vom ersten Teil, bevor es dann halt direkt dann in die Story direkt nahtlos dann weitergeht. Ja, und hier, ne, trifft dann halt dieses besagte Mädchen auf eine Ärztin, die auch Probleme mit dem Freddy hat, weil ihre Eltern damals maßgeblich dafür auch verantwortlich waren, dass Freddy halt verbrannt wurde. Und deswegen ist halt der Traumdämon auch hinter ihr her. Da sie aber jetzt eine Traumforscherin ist und sich ihm oder in den Träumen, dass sie die Träume ein bisschen steuern kann, möchte sie diesem anderen Mädchen helfen, kommt von New York extra nach. Ich will mal Springfield sagen, aber das ist nicht Springfield, ne? Haddonfield ist es auch nicht. Springwater. Ja, Mann, ey. Ja, es ist schon spät. Ja, auf jeden Fall kommt sie von New York nach Springwood, um ihr halt zu helfen im Krankenhaus. Und dann nimmt sie so eine Hand und geht mit ihr dann zusammen. Also die bestreiten dann die Träume zusammen, um dann gegen Freddy anzutreten. Weil dieses Mädchen, was halt im ersten Comic dem Freddy, ne, von der Kralle gesprungen ist, will ich mal so sagen, hat nämlich einige besondere Skills, weil sie hat mit den Springwood-Morden überhaupt gar nichts zu tun eigentlich. Und Freddy weiß auch eigentlich überhaupt gar nichts von ihr, eigentlich. Aber sie hat so eine Special Ability beim Träumen. Sie ist nämlich eine Traumwanderin. Und sie kann halt in den Träumen, kann sie sich so, naja, sie träumt sich halt dadurch ihren Traum und kann ihn halt auch mitbestimmen. Und da findet sie Freddy. Auf jeden Fall ist Freddy nicht auf der Suche nach ihr, logisch, die kennen sich auch nicht, aber sie ist auf der Suche nach Freddy, beziehungsweise die ist nicht auf der Suche nach Freddy, sondern sie sieht eine Kreuzung, ein Schild, dann geht es dann halt einmal zu so einem Abenteuerland und einmal zu einem Wohlfühlland und einmal zu einem Kuschelparadies und auf der anderen Seite geht es zu den Albträumen und da sie halt voll Bock hat so auf Grusel und Albträume oder so, geht sie dann dahin. Dann kommt sie in so eine verlassene Westernstadt, die halt komplett abgerockt und abgeranzt ist und da gibt es ein Saloon und dieses Saloon hat noch offen. Und da geht sie dann rein und dort ist auch Freddy zusammen mit ganz vielen anderen Albtraumgestalten. So, und Freddy nimmt dann das erste Mal Notiz von ihr. Und er möchte dann zu ihr gehen, möchte sie natürlich ne, anlabern und will die dann auch verführen. Beziehungsweise ne, ist neugierig, weil er weiß nicht, wer sie ist. So, und dann ist sie halt patzig zu ihm, weil sie denkt, das ist ein normaler Albtraum. Und dann lauert er ihr auf und möchte sie halt umbringen mit seinen Krallen und dann schlägt er in sie rein, aber schlägt durch sie durch und er kann sie einfach gar nicht umbringen, weil es nicht sein Traum ist, sondern ihr Traum und er eigentlich nur ein Gast ist und das wird auch von der anderen Gäste, die aus dem, ne, der aus dem Salon rauskommt, sagt er dann auch so, du kannst ihr nichts anhaben, so, das ist ihr Traum und du bist da gar nicht, du bist da nicht der Herr drüber. Das war jetzt nur Zufall. Lass sie wieder gehen und alles ist gut. So, kann er aber nicht, weil er genau das super interessant an ihr findet, so, und lauert ihr dann auf und findet sie schließlich dann in ihren Träumen. Also hat sie dann das gleiche Problem anschließend wie die ganzen anderen Springwood Kids. Ja, und darum geht es dann hier, wie sie halt erstmal auf die Doktorin trifft, wie die Doktorin mit ihr halt die Träume versucht, zu erleben und zu überleben. Und dann gibt es am Ende natürlich dann halt einen Hauptkampf, beziehungsweise den finalen Kampf. Ja, es ist auf jeden Fall eine richtig interessante Story, gar nicht mal so doof und fügt sich auch gut so in den Kosmos von Nightmare on Elm Street ein. Ich hätte gerne mehr von diesen Comics gehabt, beziehungsweise ich hätte gerne gesehen, dass es halt noch mehr Nightmare on Elm Street Comics gibt, aber es ist bei diesen beiden eigentlich geblieben. Ich hatte diese als Kind schon, beziehungsweise das erste hatte ich als Kind, das zweite hatte ich nicht, aber das zweite hatte mein Freund damals. Und ich hatte auch ein oder zwei Comics von diesen Horror-Comics. Ja, aber an die konnte ich mich erst wieder erinnern, als ich hier jetzt gestern wieder durchgeblättert hatte.
Und ich will mal gucken, ob ich von diesen Horror-Comics von Interpart auch noch welche bekomme. Die kann ich euch ja dann irgendwann mal so nebenbei zeigen. Die Shivers. So, und ich denke, da gucken wir jetzt einfach mal zusammen rein. Also, let's go, der Waschbär. Ja, die Shivers. Eigentlich ist die Shivers eine englische Zeitschrift, die ist von 1992 bis, ich glaube, nach 137 und 38 Ausgaben war 2008 dann schlussendlich Schluss. Also seit 2008 gibt es diese Zeitschrift gar nicht mehr. Da es halt eine englische Ausgabe war, wo natürlich halt auch viel so von alten englischen Filmen berichtet, gerade was die Hammer Studios betrifft, ne? Und ich glaube, Ingrid Pitt hat sogar ihre eigene Kolumne drin. Ich müsste mal nachgucken. Ich habe jetzt auch, ich glaube, das seit 2008 nicht mehr drin geblättert. Ja, und witzigerweise ist die auch hier in Deutschland erschienen und sie ist sogar übersetzt worden. Und ja, die gab es damals so für erst für 5,90 € und dann hinterher für 6,90 €. Und das war auch die allererste, die ich mir gekauft habe davon. Die ist von 2005. Und ich habe mir die gekauft, weil hier drin die Top 50 Schocker drin sind. Und da geht es halt nicht um die Top 50 Schocker Filme. Naja, irgendwie auch schon. So, aber eigentlich sind da so die 50 top einflussreichsten Horrorregisseure mit ihrem besten Film quasi so. Und ja, das macht also den Großteil dieser Ausgabe aus. Ne? Und da blättern wir mal drin rum. Wollen wir mal schauen, was wir da so haben. Ja, hier die ganzen Werbung, ist alles halt noch in, ne, im Pfund. Und auch die ganzen Filme sind halt alles UK-Versionen. Da wurden halt nur die Texte übersetzt ins Deutsche. Da kam gerade das ganz schlechte Remake von The Fog. Braucht kein Schwein. So, ne, fangen wir mal hier an mit den. So. Platz Nummer 50. Platz Nummer 50, Val Lewton. Und zwar ist er bekannt mit den Filmen I Walked with a Zombie und Katzenmenschen. Also es sind beides auf jeden Fall so Halloween-Filme, die man sich ruhig mal antun kann. Platz Nummer 47 ist Robert Wise. So, und zu seinen Filmen gehört Der Tag, an dem die Erde stillstand, The Curse of the Cat People. Und auf jeden Fall, bis das Blut gefriert. Und bis das Blut gefriert ist halt auch ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Auf Platz 45 haben wir Todd Browning. Todd Browning hat den Film Freaks, Missgestaltete gemacht. Nummer 41 ist William Castle. Und William Castle-Filme finde ich besonders gut. Da kennt ihr auch ganz viele von. Die Remakes zum Beispiel von 13 Geister oder House on Haunted Hill, das sind ursprünglich William Castle-Filme gewesen. Und was William Castle noch besonders macht, das ist halt so, dass der Mann der vielen Gimmicks, ne? Der hat in den Kinos damals, ne, wenn er seine Kinofilme präsentiert hat, hat er sich immer irgendwelche Gimmicks einfallen lassen. So hat er zum Beispiel zu irgendwelchen Filmen Lebensversicherungen ausstellen lassen. Falls jemand so während der Vorstellung stirbt, wird ihm eine Lebensversicherung ausgezahlt. Oder er hat zum Beispiel bei Töte, wenn der Tingler kommt, ja, so ein Vibrationsgerät bei einigen Sitzen unter den Sitz geschraubt. Und wenn dann der Tingler gekommen ist, den konnte man halt nur bekämpfen, wenn man laut schreit. Und dann hat das ganze Kino halt immer geschrien, weil Schreien die einzige Option war, dem Tingler zu entkommen. Konrad Veidt war sowas wie der erste richtige Horrorstar.
Auf Platz 30 ist Jamie Lee Curtis, die Scream Queen aus Halloween. Auf Platz 27 Lucio Fulci, bekannt durch Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies oder auch Ein Toter hing am Glockenseil. Platz Nummer 25 ist Bela Lugosi, der Dracula. Auf Platz 22 ist Jack Arnold. Jack Arnold mit The Creature from the Black Lagoon, mein absoluter Lieblingsfilm. Hat aber nicht nur den gemacht. Natürlich ist auch Tarantula von ihm. Metaluna 4 antwortet nicht ist von ihm. Die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Wer sich in Oktober über mit Horrorfilmen eindecken möchte, dem seine Filme gehören auf jeden Fall in diese Liste. Platz 18, William Friedkin. Bedarf keiner Worte, der Exorzist. Platz 17, Roger Corman. Der drehte übrigens 1960 The Little Shop of Horrors mit Jack Nicholson in seiner ersten Rolle, glaube ich. Weiß nicht, ob es der erste war, aber ich meine schon. Und der hat diesen Film in gerade mal 2 Tagen gedreht. Verrückter Typ. Auf Platz 16 ist hier Stephen King, der eigentlich nur bei einem Film Regie geführt hat, aber dafür ist er bestimmt nicht auf Platz 16 gekommen, sondern einfach für sein Gesamtwerk. Auf Platz 14 Sam Raimi, natürlich Tanz der Teufel. Auf Platz 11 ist James Whale. Und auch den sollte man kennen, zumindest sollte man seine Filme auf jeden Fall kennen. Wir reden hier von Frankenstein und der Unsichtbare und solchen Sachen. Also auch schön auf die Liste schreiben. Platz 9 ist Boris Karloff, natürlich auch für sein Lebenswerk, aber insbesondere für seine Rolle als Frankenstein. Platz 8, dicht gefolgt, Vincent Price. Auch den muss man eigentlich nicht vorstellen. Seine letzte Rolle hat er übrigens in Edward mit den Scherenhänden gehabt. Auf Platz 7, Peter Cushing. Auf Platz 5, John Carpenter. Da könnt ihr ruhig bei 1 anfangen und Gas geben bis zum Ende. Weil Halloween ohne Halloween-Filme geht irgendwie gar nicht. Auf Platz 2 haben wir Wes Craven. Dem haben wir sowas zu verdanken wie Last House on the Left oder The Hills Have Eyes, das Original. Und natürlich Nightmare on Elm Street oder Scream. Ja, unangefochten an der Spitze auf Platz 1 haben wir hier George R. Romero. Und George R. Romero hat halt den Zombie-Film quasi erst zum Zombie-Film gemacht mit seinem Die Nacht der lebenden Toten. Das war, wann war das? 1968 und der Film hatte Impact. So, davor gab es natürlich auch schon Zombie-Filme wie I Walked with a Zombie oder White Zombie. Da waren es aber immer so Filme wie mehr so im Voodoo verankerte Zombies. Und George Romero hat halt so den modernen Zombie etabliert, wie die meisten Zombies eigentlich kennen, ne? Und Tote, die auch über ihren Gräbern aufstehen, ne? Und den Lebenden ans Leder wollen. Ja, also ich habe nichts dagegen, den auf Platz 1 zu sehen. Das waren so die Top 50. Heute geht es tatsächlich mal wieder um Spielzeug. Um genau zu sein, um Actionfiguren. Und um welche Actionfiguren, das gucken wir uns jetzt an. Thank you.
It's alive! Heute geht's um Actionfiguren von Yada Toys. Und nicht nur irgendwelche Actionfiguren, sondern die Universal Monster. Ich habe von denen leider nur Frankenstein, Frankensteins Braut, Dracula und Creature from the Black Lagoon. Aber die werde ich euch alle für heute vorstellen. Den Anfang macht Frankenstein. Frankenstein ist wie alle Figuren auch eine 6-Inch-Figur. Doch man hat bei denen die Proportionen beibehalten, dass halt Frankenstein eine größere Figur ist. Viel größer halt auch als die Braut von Frankenstein. Ungefähr genauso groß wie die Creature from the Black Lagoon. Dass man die so im Verhältnis halt groß und klein innerhalb der 6 Inch hat. Das ist ja erstmal schon mal was. Exemplarisch werde ich am Frankenstein mal demonstrieren, wie die Bewegungspunkte sind. Denn die sind bei allen Figuren gleich. Und zwar lässt sich halt der Kopf hin und her bewegen. Dann lassen sich die Schultergelenke in T-Stellung bringen. So, die Oberarme lassen sich drehen. Die Ellenbogen lassen sich anwinkeln natürlich. So, die Hände lassen sich auch drehen. Und die Hände lassen sich auch austauschen, ebenso wie der Kopf. Da sind nämlich Wechselhände und ein Wechselkopf mit bei. So, dann, zack, fallen mir die Leichenteile auseinander. So, lässt sich halt gut spreizen. So, dann lassen sich hier oben die Oberschenkel lassen sich auch wieder drehen. So, das Knie ist ein Doppelgelenk. So, und die Füße lassen sich auch vor und zurück und seitwärts einknicken. So, der Frankenstein ist mir jetzt in zwei Leichenteile gespritzt, weil sein Umhang, den er anhat, der ist sehr stiff. Und wenn hier unten die Beine so, das passt dann nicht so gut, dann ist das oben rausgedrückt. So, lässt sich einfach wieder drauf machen, fertig. Und er lässt sich dann halt auch so bewegen. Ja, wie schon erwähnt, kommt der Frankenstein mit einem Wechselkopf und zwei Wechselhänden und zusammen mit zwei Ketten. Einmal eine etwas größere, einmal eine etwas kleinere, die sich halt auch auf und zu machen lassen und ihn anlegen lassen. Yada war mir eigentlich bekannt durch Modellautos, auch Diecast-Formate im Maßstab 1:24 oder auch kleiner oder größer. Was es da unter anderem auch für Autos gibt, das zeige ich euch hier. So, den Frankenstein, den gab es auch in einer Deluxe-Edition. Und dieser war schwarz-weiß gepaintet und der kam in so einer großen Box zusammen mit so einem großen Liegetisch, wo er in dem Film auch drauf liegt, als er halt ins Leben geblitzdingst wurde. Ja, ich habe mich für die bunte Variante entschieden, weil der Frankenstein die einzige Collectors Edition gewesen ist und die anderen Figuren alle bunt waren. Also wollte ich den Frankenstein auch halt in bunt haben. Die Figuren, die ich noch nicht habe, sind der Unsichtbare und der Wolfman. Aber auch die werden meine Sammlung irgendwann bereichern. Weiter geht's mit Frankensteins Braut. Das hier ist Frankensteins Braut. Sie hat leider keinen Wechselkopf und mit einer Hand macht sie die Pommesgabel. So, das weiße Kleid ist aus Stoff, hat hinten einen Klettverschluss und lässt sich theoretisch eigentlich auch ausziehen oder wechseln, aber ist irgendwie unnötig, weil die Braut von Frankenstein braucht ja auch ihr Brautkleid.
So, die lässt sich genauso posen wie alle anderen auch. Und hier sieht man halt schön, dass Frankensteins Braut halt im Gegensatz zu Frankenstein auch kleiner gehalten ist. Also um die Proportionen zu wahren. Frankensteins Braut hat auch noch etwas, was ich nicht mehr wiederfinde. Ich habe das jetzt neulich erst für Spielzeugfotografie missbraucht und ich finde es gerade nicht wieder. Naja, auf jeden Fall sind das so zwei so Stangen mit so Ketten dran, mit so Kugeln drauf. Und an diesen zwei Stangen kann sie sich dann halt so festhalten. I am Dracula. Die dritte Figur ist Graf Dracula. Und zwar soll das halt auch Bela Lugosis Dracula sein. Natürlich Universal Monster. So, und der Dracula kommt halt auch in einem Umhang, der halt zweifarbig ist. So, auch Dracula hat die gleichen Bewegungspunkte wie alle anderen. So, auch Dracula hat einen Wechselkopf und zwar mit offenem Mund, damit man seine schönen Zähne sieht, mit denen er auch dann fröhlich rumbeißen kann. Und er hat auch zwei Wechselhände und er hat auch einen Kerzenhalter, an dem sich auch eine Fledermaus anbringen lässt. Das ist irgendwie süß. So, seine normalen Hände sind natürlich etwas unspektakulär, so, aber seine Wechselhände machen halt diesen typischen Bela Lugosi Dracula Move so. So, ja. Science couldn't explain it, but there it was, alive in the deep, deep waters of the Amazon. So, die letzte Figur der Universal Monster ist das Creature from the Black Lagoon. Ja, das Creature from the Black Lagoon ist natürlich mein Lieblingsmonster unter allen Monstern. Und irgendwie auch mein Jack Arnold Lieblingsfilm. Und eigentlich auch irgendwie mein Lieblings-Schwarz-Weiß-Film. Obwohl, na, vielleicht nicht ganz mein Lieblings-Schwarz-Weiß-Film, aber dazu in einer anderen Folge vielleicht mehr. So, das Creature of the Black Lagoon, so hat, ich hoffe, so auf jeden Fall habe ich nur eine gefunden, eine wiedergefunden, nur eine Wechselhand. Und mit dieser Wechselhand lässt sich eine Harpune ausstatten. Zu der Harpune hat das Creature from the Black Lagoon auch noch ein Fischernetz und natürlich einen Wechselkopf. Das waren sie nun, meine vier Universal Monster von Yada Toys. Ich muss mal gucken, dass ich bei Zeiten auch die anderen beiden bekomme. So schwer sind die nicht zu bekommen. Einfach mal im Urwald-Versandhandel oder bei den Toy-Dealern deines Vertrauens mal nachgucken. Vielleicht gibt es sie dort ja auch. Hallo Balls und Ghouls und willkommen bei Duels TV. Heute gibt es die letzte Ausgabe von Schocktober, das Halloween Special. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Also dann, let's go der Waschbär. I just know something bad is going to happen. Hey!
Ja, der Herbst ist da und passend zum Herbst ist es hier in diesem Zimmer auch irgendwie heute unangenehm kalt. Nichtsdestotrotz sitze ich jetzt hier und versuche euch ein bisschen zu belustigen. Ja, um was soll es heute gehen? Heute soll es um viele Themen gehen, die alle ein bisschen irgendwie so mit Halloween zu tun haben. Zuerst möchte ich ein bisschen über Halloween-Musik sprechen. Ne, keine coole Halloween-Fete ohne die richtige Musik dazu. Ein bisschen Filme vorstellen, ein bisschen Hörspiele vorstellen und ein bisschen Bücher vorstellen. Alles Dinge, die man für einen richtig tollen Schocktober gebrauchen kann. Und ganz am Ende des Videos werde ich auch noch eine persönliche Geschichte erzählen. Dranbleiben lohnt sich also. Loslegen wir mit der Musik. Vielleicht fragt sich ja der eine oder andere so, was das denn für ein Quatsch jetzt im Intro gewesen ist. Möchte ich euch erzählen. Die erste Band, die ich euch vorstellen möchte, sind Creature Feature. Ja, so heißen sie. Und Creature Feature, so habe ich kennengelernt, noch zu MySpace-Zeiten. Ja, in die Musik war ich irgendwie sofort richtig Fanat. Und ich sage euch auch jetzt, wieso. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Muschel habt und euch die ans Ohr haltet und dann hört ihr das Meer rauschen? Ungefähr ist es so bei Creature Feature, weil wenn ihr so einen Kürbis habt und euch den ans Ohr haltet, dann hört ihr nämlich diese Band. Ohne Scheiß. So, das klingt so wie wenn Tim Burton so eine Synthie-Pop-Kapelle hätte. Oder Danny Elfman. Oder auf jeden Fall werden die sich wahrscheinlich ganz viel davon angenommen haben. Und das ist auf jeden Fall so der Soundtrack so zu jedem Halloween dazwischendurch, wo ich mal aufgelegt werden kann und richtig viel Gruselspaß macht. Die zweite Band, die ich euch vorstellen möchte, sind die Necromantics. Ich denke mal, in so Horror-Punk-Kreisen wird Necromantics auf jeden Fall so ein Begriff sein. Aber ich denke mal, für den Casual-Musikhörer und Halloween-Feierer ist Necromantics wahrscheinlich kein Begriff. Und zwar gibt es diese Band schon recht lange. Und das Besonderheitsmerkmal dieser Band ist, dass sich halt der Sänger und Bassist so aus einem Kindersarg einen echten Bass gebaut hat. Auch hier hören wir jetzt mal rein. So. Die dritte Band, die ich euch vorstellen möchte, sind Hellgreaser. Und Hellgreaser kommen hier aus Deutschland. Hellgreaser kenne ich jetzt auch schon seit einigen Jahren persönlich, da ich schon einige Coverentwürfe für die machen durfte und damaliges Promomaterial und Bandshootings gemacht habe. Also denke ich, dass man die Jungs auch hier mal gerne unterstützen darf. Vorstellen möchte, sind The Other. Ich hatte das Privileg, die Band ein paar Jahre zu drei oder vier Alben fotografisch auch begleiten zu dürfen. Ich habe für die Band auch Pressefotos und Bandfotos entworfen und natürlich irgendwie so ein bisschen Aushangsmaterial für das Legacy Magazine oder Virus Dark Side of Entertainment. We're here at the photoshoot for our new album. That guy right there
It's called Sascha. It waits art. He's the guy who's been doing our photos for the last few years, and he's fucking amazing. And we're at his home now for the first time ever. And his collection of DVDs, look this way. His collection is unbelievable. He has a skeleton here. He has all kinds of toys. We could not be more inspired. Absolutely incredible. Let me show you this guy. Hi, dudes. Sascha. Ja, habe ich da so ein paar meiner Arbeiten beigesteuert. Ja, da diese Band schon ein bisschen berühmter ist, also das heißt ein bisschen berühmter, The Other ist Europas größte bzw. bekannteste Horrorpunk-Band, würde ich mal so sagen. Und ja, wenn ich da jetzt mal was einspiele, ich hoffe, das wird mit Ton abgespielt oder wird überhaupt dann abgespielt. Ja, ansonsten müsst ihr euch einfach mal eine CD davon kaufen. Oder aber, ihr kommt am 31.10. ja, zu Halloween zum Karlswerk nach Köln. Dort spielen sie unter anderem mit Blitzkid live. Ich denke, dass ich mit meiner Freundin auch dort vor Ort sein werde und ein bisschen Halloween feiere. Wer Lust hat, kommt da also hin und macht da einfach mit. Wenn euch eine der Bands oder im Bestfall alle vier Bands gefallen, geht doch auf deren Homepages und kauft in deren Merch-Shop ihre CDs oder T-Shirts oder sonst was. Und wenn ihr in deren Shops, auf deren Homepages was kauft, bleibt das Geld auch wirklich bei den Künstlern hängen. Deswegen würde ich sagen, macht das einfach mal. Wer jetzt nicht so der Partygänger ist oder gerne Musik hört und sich lieber an Halloween zu Hause mit sich selbst beschäftigen möchte, für den empfehle ich jetzt mal ein paar Hörspiele. Der Platzhirsch hier wird wahrscheinlich John Sinclair sein. Sie lauern in den Schatten. In den Tiefen der Finsternis. Und John Sinclair hat seit den 80ern so hunderte von Hörspielen rausgebracht, die alle auf den Groschenroman basieren, die wir alle aus Zeitschriftenläden kennen. Also zumindest alle, die irgendwie sehr horroraffin sind. Wenn ich als Kind in unserem Supermarkt in der Kasse stand, standen da immer diese Drehregale mit diesen ganzen Groschenromanen drin. So, und ich konnte meine Augen nie von den Covern der John Sinclair-Hefte abwenden. Nähren sich von unserem Blut, unserer Angst. Und irgendwann habe ich mal meine erste Hörspielkassette in Händen gehalten. Und das war die Folge Der unheimliche Bogenschütze. Alleine bei dem Intro hatte ich schon die Hose voll. Diese waren, glaube ich, die Folgen von Tonstudio Braun. Mit diesem grünen Cover drumherum. Der eine oder andere wird sich noch erinnern. Das zweite Hörspiel ist unverhältnismäßig trashiger, aber dafür auch für mich irgendwie im Laufe der Zeit gereift wie ein guter Wein. Und das sind die Geisterschocker. Du glaubst, du bist allein. Die Geisterschocker behandeln die unterschiedlichsten Themen, nicht nur so Werwölfe, Hexen und Dämonen und hast du nicht gesehen und alles, was in der Nacht so kreucht und fleucht und aus den Schatten springt. Die Geisterschocker stehen in der Tradition der B-Movies und Trash-Filme und auch Jason Dark hat daran mitgeschrieben und unter anderem auch Wolfgang Holbein. Und die Geisterschocker bedienen so ziemlich alles, wonach das Horror- und Science-Fiction-Herz lechzt. Also auch hier eine unbedingte Hörempfehlung. Könnt ihr auch bei Spotify hören. Aber auch hier, ne, findet ihr die Links in der Beschreibung. Ähnlich trashig geht es bei Macabros zu. Und bei Macabros ist mir besonders in Erinnerung geblieben Konga, der Menschenfrosch.
Folge 4. Konga, der Menschenfroß. Also ihr hört schon, das ist auch eher trashig. Die Macabros-Hörspiele basieren übrigens auch auf diesen Groschenromanen, und zwar die Romane von Dan Schocker. So hießen die damals, Dan Schockers Macabros. Last but not least möchte ich euch das Gruselkabinett vorstellen. Und das Gruselkabinett sollte eigentlich den meisten von euch Horrorfans oder Horrorhörspielfans tatsächlich ein Begriff sein. Denn das Gruselkabinett behandelt alle klassischen Themen, wie zum Beispiel Frankenstein oder Dracula oder auch der unsichtbare Jekyll and Hyde. Aber nicht nur die, sondern auch so Edgar Allan Poe Sachen oder das Bildnis des Dorian Gray, ganz viele von H.P. Lovecraft. Alle diese Autoren aus der Horrorliteratur, auch von Wells und von Jules Verne. Alle populären und weniger populären Geschichten wurden beim Gruselkabinett bereits vertont. Wer also Bock hat auf ein bisschen Cthulhu-Action oder ein bisschen viktorianischen Grusel, der ist bei dem Gruselkabinett bestens aufgehoben. Und wer sich jetzt in den kommenden Geisternächten nicht gerne was vorlesen lässt, sondern selber gerne liest, für den habe ich jetzt 4 Bücher. Eigentlich sind es mehr als 4 Bücher, aber ich nehme mal eine Buchreihe als eins. Und die behandeln wir auch als erstes, und zwar sind das die Bücher des Blutes von Clive Barker. Clive Barker sollte natürlich jedem ein Begriff sein, hat er doch die Novellen A Hellbound Heart und Kabal auf die Menschheit losgelassen. Also A Hellbound Heart, hier vielleicht bekannter als Hellraiser. Genau die, mit dem leergefressenen Mettigel. We'll tear your soul apart. Ja, aber zurück zu seinen Büchern des Blutes. Die Bücher des Blutes sind aufgeteilt in das erste, das zweite, das dritte und so weiter Buch des Blutes. Und auch diese Kurzgeschichten wurden teilweise verfilmt. Ihr kennt wahrscheinlich Filme wie Book of Blood, Candyman, Rawhead Rex oder Midnight Meat Train. All das sind Kurzgeschichten in Clive Barkers Books of Blood. Meine Lieblingsgeschichte ist die Agonie zweier Städte. Und dort geht es im Groben um eine Horrorversion eines Kaiju-Fiebertraums. Und zwar ist das wie, ich weiß nicht mehr, wie die Orte heißen, nennen wir es mal Villarriba und Villabajo. Ja, diese beiden Städte sind verfeindet. Und einmal im Jahr treffen die sich auf einem weiten Feld und bekämpfen sich und kämpfen gegeneinander. Aber das machen die nicht irgendwie und auch nicht wie Braveheart so, wie so Wall of Death mäßig ineinander laufen. Nein, sondern die funktionieren, also die Bewohner dieser Städte funktionieren sich um zu Riesenmutanten. Das heißt, jeder einzelne Mensch ist halt quasi eine Funktion des Körpers. Und die bilden dann den Fuß, das Bein, den Oberkörper, die Arme, die Finger, die Zähne, die Augen, alles. Und alles wird von jedem, also von einzelnen Menschen so zusammengebaut. So jede einzelne Muskelfaser und jede einzelne Sehne ist eine Menschenkette. Und wer das Pech hat, ganz unten an den Füßen, ne, zu sein, so, der wird auch beim Gehen tatsächlich so zerquetscht. Und das ist also, die Vorstellung ist so irre, sowas hat mich richtig fasziniert. Also ich kann euch die Bücher des Blutes nur wärmstens empfehlen und ne, insbesondere auch Agonie zweier Städte fand ich großartig. Auch empfehlenswert ist das Leibregime. Und da machen sich nämlich die menschlichen Extremitäten, rebellieren gegen den Körper, schneiden sich gegenseitig ab und versuchen halt die Weltherrschaft zu übernehmen. Das heißt halt, die eine Hand hackt die andere Hand, damit diese Hand sich das Messer nehmen kann und diese Hand wieder abhackt. So, und dann rennen die Hände dann überall in der ganzen Stadt rum wie so Spinnen und schneiden halt von anderen Menschen halt die Hände ab, damit die sich immer weiter so vermehren können und die Hände, die Hände quasi so die Weltherrschaft übernehmen. Und nicht nur die Hände, sondern, lest einfach die Geschichte. Ja, das zweite Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist Das Reich der Sikkosin.
Ja, klingt komisch, ist aber so. Das Reich der Sikkosinnen, so wo, ist erschienen beim Otherworld Verlag in Österreich. Und das Reich der Sikkosinnen ist quasi ein Endzeit-Zombie-Splatter-Roman. Klingt auf jeden Fall so wild, wie es auch ist. Dort geht es nämlich um außerirdische Invasoren, die auf die Erde kommen, die durch ein Zeitportal kommen, das halt irgendwelche Wissenschaftler aus Versehen geöffnet haben, so, und fahren dann in die Menschen rein. Und im Menschen selber, so benehmen sie sich quasi wie ein Parasit, und zwar wie so ein Virus, und lässt die Menschen quasi zu Zombies werden. Aber die sind noch voll funktionsfähig, die können sich artikulieren, so, die können noch laufen, die können halt Hubschrauber fliegen, die können Autos fahren, die können Waffen bedienen, die können alles, was normale Menschen auch können, sind aber Zombies. Und mit jedem Opfer, der das Pech hat, einem Zombie zu begegnen, ne, wird der Geist, also wird die Seele des Menschen quasi aus dem Körper gefahren, um einen weiteren von diesen Invasoren in den toten Körper hineinzusetzen, also um den Körper zu besetzen. Und so möchte diese außerirdische Spezies das halt mit der ganzen Welt machen. Und die fahren da nicht nur in Menschen, die fahren da auch in Tiere und alles, was irgendwie atmen, ne, und leben kann. Dem entgegen stellt sich halt mitten in der Apokalypse ein Vater, der seinen Sohn sucht, zusammen mit einer Prostituierten und einem Priester. Und die versuchen halt zusammen seinen Sohn zu finden. Und ich habe das Buch gelesen und ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß, halt etwas über Zombies oder über zombifizierte Menschen zu erfahren. Und wie eklig und brutal das da alles beschrieben wird, so, also für Splatter-Freunde eine unbedingte Leseempfehlung. Ein bisschen aus der Art geschlagen ist vielleicht von Susan Kay Das Phantom, was ich euch hier vorstellen möchte. Es zählt zu meinen absoluten Lieblingsbüchern und ist jetzt, ich weiß es nicht genau, ob es wirklich ein Horrorroman ist. Eigentlich ist es mehr ein Drama. Und Das Phantom, ja, es geht um das Phantom der Oper. Nein, es behandelt aber nicht nur das, was man halt in dem Musical sieht, sondern das fängt an, als der kleine Eric, ne, geboren wird. Und der ist nicht hässlich gemacht worden, sondern der wurde hässlich auch geboren. So, und der war so hässlich, dass seine Mutter den Anblick von ihm nicht ertragen konnte und ihm eine Maske gestrickt hat. Und er durfte Zeit seines Lebens diese Maske nicht mehr absetzen und wurde dann einfach rumgereicht wie so eine billige Schlampe. Ne, der ist dann von Elternhaus zusammen in so einen Sideshow-Freak gekommen. Und vom Sideshow-Freak ist er dann halt hierhin gekommen und dahin gekommen. Dann ist er in den Orient gekommen. So, und in den letzten drei Kapiteln von diesem Buch ist er erst in dieser Staatsoper, die er auch selber nach eigenen Konstruktionen gebaut hat. Er war nicht nur Musiker. Also, die hat er in der Passion, in der er durchlebt hat und die Reise, die er beschritten hat, hat er in seinem Leben halt viele Sachen gelernt bekommen. Wie man zum Beispiel die schönsten Paläste baut, wie man irgendwelche Fallen baut, wie man natürlich auch Menschen effizient tötet, wie man Bauchrednert und ach, also ganz viele tolle Sachen, die ein bisschen auch so den Mythos, die vielleicht auch ein bisschen den Mythos um das Phantom der Oper im letzten Kapitel entkräftet, aber es ist trotzdem eine richtig spannende und schaurige und auch rührselige Geschichte. Ja, was soll ich sagen? Kein Buchtipp ohne Stephen King, ne? Aber von Stephen King könnte ich jetzt, also man könnte generell von jedem, was ich jetzt erzählt habe, könnte man tausend Sachen irgendwie, ne? Könnte man tausend Sachen vorstellen. Es gibt immer jemanden, der dann sagt so, ey, das hast du mal vergessen und das hier fehlt noch und ey, wieso hast du denn das nicht genannt? So, ja, ich weiß das alles. So, und ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber ich wollte halt, wie gesagt, so die Sachen, so, auf die ich dieses Halloween am meisten Spaß hatte. Das wird auch gleich beim nächsten Thema genau das gleiche sein. Das weiß ich jetzt schon. Die Leute werden dann eher schreien und sagen so, nee, ich gucke den Pisser nie wieder. Also, der hat mich hier meinen Lieblingsfilm genannt. Ja, wird wahrscheinlich, naja, ist ja egal. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, nur bisher die Sachen immer genannt, auf die ich dieses Jahr 2023 Halloween den meisten Bock hatte. Und das trage ich so an euch weiter. Ach so, genau, Stephen King war im Stehen geblieben. Und von Stephen King möchte ich auch eine Kurzgeschichtensammlung empfehlen, und zwar die Kurzgeschichtensammlung von Nachtschicht. Warum gerade diese? Weil diese für mich tatsächlich
die besten Kurzgeschichten enthält, die Stephen King je geschrieben hat. Und das empfinde nicht nur ich so, das empfanden wahrscheinlich ganz viele Produzenten auch so. Die Kurzgeschichten dieses Buches wurden wahrscheinlich am populärsten verfilmt. Unter anderem zum Beispiel Brennen muss Salem oder Kinder des Zorns. Wer kennt ihn nicht? The Mangler. The Boogeyman. Oder aber auch Critters Inc. und Manchmal kommen sie wieder. Critters Inc., wenn euch der Titel nicht sagt, das ist auf jeden Fall eine der Kurzgeschichten, die in dem Film Katzenauge Verwendung finden. Und zwar ist James Wood versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen. Ich denke, ihr wisst, welchen Film ich meine. Experience a series of electrifying adventures. Diese Geschichte unter anderem, ne, ist in diesem Buch drin. Und deswegen ist das für mich so mein liebstes Stephen King Buch, das ich auch am meisten zur Hand nehme und wo ich am meisten halt auch reinlese. Mein persönlicher Favorit ist jetzt nochmal neu verfilmt worden, The Boogeyman, also in dem Buch Das Schreckgespenst, habe ich aber noch nicht gesehen. You're doing okay. It's not real. It's okay. Kommen wir zu meinen Filmvorstellungen. Und zwar auch hier gilt, das sind die Filme, die mich dieses Jahr irgendwie so am meisten angemacht haben, abends mich gemütlich auf die Couch zu flitzen, eine Decke zu nehmen, alles dunkel zu machen und zack, ne, Film an. Den ersten Film, entschuldigt bitte das schreckliche Cover, aber ne, never judge a book by its cover. Die Gruft, oder besser bekannt als Graveyard Disturbance. Look at that! Fantastic! Treasure, alright? Der Film ist von Sohn von Mario Bava, dem Lamberto Bava. Und es ist nicht wirklich ein guter Film tatsächlich. So, es geht darum, dass halt natürlich, ne, eine Gruppe Jugendlicher so irgendwo in den Karpaten, ne, durch die Berge streift und dann, ne, wird es dann halt dunkel und dann müssen sie halt irgendwo übernachten und dann kommen sie an irgend so ein Spukschloss, so eine Spukgatschemme, so, und da gehen sie dann rein und wollen dann halt die Nacht da verbringen. Dann findet und einer der Jungen sichert an einem Tresen so ein Glas mit ganz viel Geld und Schmuck und allem möglichen Hatata und Hatata und Kladderadatsch drin. Und dann fragt er halt den gruseligen Barkeeper, so was es mit dem Glas auf sich hätte. Und dann sagt der Barkeeper so, ja, wir haben ja so eine Wette laufen. Wenn ihr es schafft, eine Nacht in unserem Verlies zu verbringen, ja, könnt ihr den Pott dann haben. There is an underground crypt that is cursed. Rumor has it that beyond the crypt you can go even deeper. Und wie Jugendliche das sind, ne, stürgeln sie dann da runter, so, und schon nimmt die Geisterbahn ihren Lauf. Und ich sag nicht umsonst Geisterbahn, weil alles, wirklich alles, alles, was man in dem Film sieht, ab da, ne, ist richtiges Geisterbahn-Feeling. A place where all the horrors from beyond the grave can be witnessed. Natürlich gibt es Zombies. I'm here to welcome. Es gibt irgendwelche Monster, dies, das, so, aber es gibt irgendwie keine richtigen, es ist kein richtiger Splatterfilm, es gibt keine richtig brutale Gewalt oder so. Alles ist halt atmosphärisch dicht, überall sind Spinnenweben, überall ist Nebel und Rauch und alles ist irgendwie ein bisschen creepy. So ganz so, ne, wie man sich so Halloween-Shows so in Freizeitparks vorstellt. All das bietet die Gruft, dieser Film. Großartig. So, der zweite Film, auf den ich richtig Bock hatte. Ritter der Dämonen von Geschichten aus der Gruft. Cut! Cut, 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 cut! Sex. Violence. Ja, mag ich gerne. Hatte ich einen Softspot für. Finde ich gut. And ladies, if you think Demon Knight is too gross and yucky... Whoa! Thank you. You know who to call when you have ghosts.
But who do you call when you have monsters? Der dritte Film ist The Monster Squad. Monsters are not real. Dieser Film versprüht auch so richtigen Gruselgeister, Halloween-Charme. Ne? Nicht umsonst geht es da natürlich um die Universal Monster, um den Dracula, um das Creature from the Black Lagoon, um den Werwolf und um Frankenstein. Alle die, ne, touren da irgendwie in der Stadt rum und vier gewiefte Monsterjäger-Kids, also ähnlich wie die Ghostbusters, nur dass die hier Monster jagen, ne, wollen die, also versuchen die, dingfest zu machen. We're the Monster Squad. Ja, alle 100 Jahre gibt's dann halt so einen Kampf gut gegen böse, ne? Und Graf Dracula holt dann seine Schergen zusammen, die Mumie, den Werwolf und das Sumpfmonster, ne? There's a monster in my closet. Ooh, look at that big scary monster! Schön. Einfach schön. Tja, und den letzten Film, den ich euch jetzt vorstellen möchte, ist Die Stunde, wenn Dracula kommt. Alter Lachs. So, das ist auf jeden Fall der beste Schwarz-Weiß-Horrorfilm, den man gucken kann. Und wenn ihr den noch nicht kennt und den euch anguckt, macht das bitte und dann schreibt mal hier drunter, ob ich recht hatte oder ob ich recht hatte. Not since Dracula stalked the earth has the world known so terrifying a day or night. Ja, also es geht auf jeden Fall nicht um Dracula, sondern es geht tatsächlich um eine Hexe, die im Mittelalter verbrannt wird, wird dann halt in einer Neuzeit irgendwie von den Toten wiedererweckt und möchte dann halt Rache an den ganzen Familien der Peiniger nehmen. Das ist so ganz grob die Story umrissen. Black Sunday is like no motion picture you've ever seen. Das hier war der erste Film von Mario Bava und was mich betrifft auch gleichzeitig der beste, den er je gemacht hat. Ja, was kann ich sonst viel dazu sagen, ohne euch den Film irgendwie kaputt zu sprechen? Guckt euch lieber mal den Trailer an. There are those who believe and those who do not. But both must know the suspense, the shock of meeting the living dead and of bringing the dead to life. Into my eyes. Embrace me. You will die, but I can bring you pleasures mortals cannot know. Black Sunday. Auch dieser Film trägt mit seiner richtig krass geilen Atmosphäre zum Halloween-Feeling so richtig bei. Ja, die Stunde, wenn Dracula kommt. Auf jeden Fall auch ein Film, den man sich immer wieder zu Halloween angucken kann. Ja, ich hatte halt Bock auf diese Filme dieses Jahr und deswegen wollte ich euch diese Filme auch vorstellen. Fast hätte es übrigens auch die Creepshow, ne, in meine Vorstellung geschafft. Aber da habe ich einen Tipp für euch. Guckt euch mal den fetten Loser im Exil an, weil der hat eine richtig tolle Folge über die Creepshow gemacht. Habe ich mich sehr darüber gefreut und möchte den Kanal hiermit ausdrücklich empfehlen. Ja, und jetzt wollt ihr noch eine persönliche Geschichte hören, nicht wahr? Ich hatte es ja angeteasert, also muss ich da jetzt auch durch. Als wir noch klein waren, ne, waren wir halt sehr oft bei unserer Oma. Unsere Oma hat in Hirschberg gewohnt. Das ist so ein erzkonservatives, katholisches kleines Nest mit, keine Ahnung, irgendwie 2000 Einwohnern. Da sagen sich, ne, Fuchs und Hase auf dem Feld noch gute Nacht. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und zu den Ferien, also wenn wir nicht gerade zelten an der Nordsee oder so gewesen sind, sind wir in den Ferien immer bei Oma gewesen. Das Haus meiner Oma war quasi das Haus an der Friedhofsmauer. So, das Haus stand gegenüber von einem recht großen Friedhof und man konnte halt vom Wohnzimmer aus abends immer schön über die Grablichter gucken, auf den Friedhof zu gucken, um zu gucken, was da los war, ne, ob da randaliert wurde oder irgendwelche Toten auferstanden sind. So, allein das war schon irgendwie gruselig. Gruselig war auch, dass meine Oma zur Zeit, als ich noch klein war, ne, in der anliegenden Leichenhalle geputzt hat. Das war die Putzfrau. Und dann hat sie halt manchmal auch an halt gruselige Geschichten erzählt, so wenn sie wieder irgendwelche Geräusche gehört hat oder sich irgendwelche Türen von Geistern geschlossen haben, geöffnet haben.
oder ne, die Türscharniere geknarzt haben. Und im späteren Verlauf hat meine Oma auch, die konnte den Job dann nicht mehr machen irgendwann, aufgrund all dieser Ereignisse, und hat dann einen Job im Kindergarten angefangen, also als Putzfrau. Ja, so war das in den 80ern. Aber nicht nur, dass das Haus direkt gegenüber von einem Friedhof war, sondern der Spielplatz befand sich direkt hinter diesem Friedhof. Und wir mussten als Kinder, wenn wir nicht den ganz langen Weg außen rum über die Hauptstraße nehmen wollten, konnten wir den kurzen Weg geradeaus über den Friedhof, ne, bis zu unserem Spielplatz nehmen. Und das haben wir natürlich auch immer gemacht. Also war der am Tage nicht so gruselig, aber wenn wir abends nach Hause mussten, so, ich hatte vor diesen Grablichtern immer irgendwie Angst. Das war immer eine ganz angespannte Atmosphäre, wenn wir dann zurück mussten. Wir waren auch nie alleine, wir waren immer zu 3 oder 4 Kindern. So, wir waren eine große Familie, also nicht nur mit meinen Brüdern, sondern auch mit meinen Vettern und Cousinen. So sind wir halt immer draußen spielen gewesen und sind dann abends dann auch immer da zurück. So viel erstmal zu den Örtlichkeiten. So, das Haus selber, ne, ist natürlich auch alt, und meine Oma hat ihre Mutter so damals auch bis zu ihrem Tod gepflegt. Und auch wir kannten unsere Uroma noch. Vor Uroma, so, hatte ich als Kind auch immer Angst. Ich weiß nicht, woran es liegt, so, ob das an ihrem Alter gelegen hat. So, vielleicht hat man als Kind eine instinktive Angst vom Alter oder vor alten Menschen. So, ich kann es mir nicht erklären. Auf jeden Fall hatte ich vor Uroma immer Angst. Ich bin da nie gerne gewesen. Und dann, als Uroma dann gestorben ist, tat mir das natürlich leid. So. Aber ich bin auch nach ihrem Tod sehr ungerne immer oben, wo Oma gewohnt hat, bin ich immer sehr ungerne gewesen, weil es mir immer ein Unbehagen bereitet hat. Und und dann als Oma dann leider nicht mehr war, so wurden dann halt ihre ganzen Möbeln und so auf den Dachboden, auf den Speicher oben gestellt. Immer wenn ich an den Herbstferien bei meiner Oma war, ne, war das halt immer auch besonders gruselig, weil es war dann halt schon herbstlich, es war windig, es hat geregnet, die Äste haben an die Scheiben geklopft, und alles, was man halt so, ne, so an gruseligen Ambiente haben konnte, hatten wir als Kinder dort. So, und wenn abends, ne, oben der Wind durchs Gebälk zog, da fing der Schaukelstuhl immer an zu knatschen. Das heißt, ne, der Wind hatte den Schaukelstuhl an, also der Wind hatte sich in den Rippen des Schaukelstuhls verfangen, und dann fing der an zu wippen. Und auf so einem Holzboden könnt ihr euch ja vorstellen, der fängt dann an zu knatschen. So, und dann knatschte immer halt, dann wippte immer der Schaukelstuhl. Und das war sowas von gruselig so. Also als Kinder haben wir manchmal nachts kein Auge dazu gemacht, wenn wieder Gewitter oder Sturm war, ne? Und der Wind halt, ne, die Gerätschaften dazu zum Bewegen gebracht hat. So, das war... Das hat mich, glaube ich, als Kind auch traumatisiert. Jetzt wisst ihr ein bisschen was, ne, über das Haus meiner Oma. Und mein bester Freund damals und ich, wir waren da schon 16, 17, also wir durften da auch schon Bier trinken und rauchen. Und habe ich meinem besten Freund immer diese Geschichten erzählt von früher. Und der wollte das nie glauben, der konnte sich halt auch kein Bild davon machen und konnte sich das nie vorstellen, wie das denn gewesen ist. Und habe ich ihm gesagt, ich so, pass mal auf, so, wir nehmen uns jetzt mal das Wochenende ein Zelt mit und fahren mit unseren Mofas nach Warstein, also nach Hirschberg, so, und übernachten bei meiner Oma im Garten, und dann zeige ich ihr die Örtlichkeiten und ich zeige dir auch das Haus, Grandmothers Haus, und dann gucken wir mal weiter. So, und als wir da angekommen sind, habe ich ihm halt alles gezeigt. Es gab dann, also ich habe ihm den Friedhof gezeigt, mit der Leichenhalle. Ich habe ihm halt auch die ganzen Geschichten erzählt von früher. Und auch da oben mit dem Schaukelstuhl, dass der halt immer von alleine angefangen hat zu wippen. So, und als er da war und sich das angeguckt hat, fand er das halt schon auch gruselig, ein bisschen so. Und es war halt eine coole Atmosphäre. Wir waren natürlich jetzt schon, ne, mit 17 gestandene Männer. Und haben uns da eigentlich eher mehr dann Spaß draus gemacht, so, was wir doch als Kinder dann für Hasenfüße gewesen sind. Weil er hatte auch so seine Geschichten. Und meine Geschichten waren halt immer diese Geschichten, ne, von meiner Oma. Und dann haben wir uns mal eines Abends dann zusammengesetzt und haben so eine Art Schnitzeljagd gemacht. Und wir haben uns verschiedene Örtlichkeiten, entweder im Haus oder um das Haus herum,
ne, haben wir uns am Tage ausersonnen, auserkoren. Ich muss dazu sagen, es gibt in dem Ort auch immer noch eine Hexenverbrennungsgedenkstelle, wo halt alle verbrannten Frauen namentlich stehen, die damals als Hexen tituliert wurde. Also der Mädchenname meiner Oma stand da aber nicht mit bei, Gott sei Dank. Aber halt so diese ganzen Örtlichkeiten, so haben wir halt ausbaldowert und dann haben wir halt zu jeder Örtlichkeit eine kleine Gruselgeschichte geschrieben. Ja, das hat man damals noch gemacht. Und wir sind dann an diesen, also unabhängig voneinander, an diese Örtlichkeiten gegangen und haben dort eine Art Artefakt versteckt. Und zu dieser Örtlichkeit und dem Platz, wo das Artefakt versteckt war, haben wir quasi diese Gruselgeschichte aufgeschrieben und dann haben wir uns dann abends wieder getroffen und haben uns dann gegenseitig die Gruselgeschichten gegeben und die mussten wir dann abarbeiten und mussten die halt unter bestimmten Voraussetzungen, mussten wir diese Artefakte wieder zurückbesorgen. Und wer halt seinen Auftrag nicht erfüllt hatte, der war halt dann der Hasenfuß. Ja, ich habe natürlich meinen besten Freund auf den Dachboden geschickt bei uns im Haus. Oder halt auch an die Hexenverbrennungsgedenkstelle geschickt. Oder auch an die Hexenhütte, wo die Kinder sich erzählen, dass da mal eine alte Frau gewohnt hat. Mitten im Wald, so eine Kräuterfrau, die halt kleine Kinder aufgesammelt hat. Und dann immer, wenn halt so der Nebel aufstieg, das war halt, muss man sich vorstellen, hier ist der Friedhof. So, hier ist das Haus meiner Oma und hier geht eine ganz lange Straße runter und die Straße ist umsäumt von Maisfeldern. Natürlich die obligatorischen Maisfelder. Ne, als wäre alles andere nicht schon gruselig genug, gibt es auch noch hohe Maisfelder. Und kurz vor diesen Maisfeldern war so ein Wäldchen. Und in das Wäldchen konnte man zwischen Maisfeld und Waldwäldchen, konnte man da reingehen ins Dickicht. So, und da war dann so eine alte Hütte. Die Kinder zu der Zeit haben sich halt immer gesagt, so immer wenn der Nebel dann aufsteigt, so abends, dann sind sogar schon so aus dem Wald raus und die Kinder nah an der Grasnarbe oder an der Waldnarbe vorbeigelaufen sind, immer so eine alte Frauenhand rausgekommen ist, nach den Kindern gegriffen hat. Ja, kann man jetzt glauben oder nicht? Wir haben das zu der Zeit nicht geglaubt, aber das war natürlich ein gefundenes Fressen und eine Geschichte draus, ne? Zu erfinden und dann halt, ne, meinen besten Kollegen dann da hinzuschicken, ne, in der nebeligen Nacht, um dann halt das Artefakt zu holen. Ja, und gab es für mich zwei Begebenheiten. Die erste Begebenheit jetzt. Ich sollte auf den Friedhof gehen und zum 12. Gongschlag auf dem Friedhof, also nachts, sollte ich dann halt an einem Grab stehen, von irgendeinem Namen, das war glaube ich kein Grab von meiner Familie, sondern ich weiß nicht, keine Ahnung, kannte ich nicht und ich weiß nicht, wie er das rausgefunden hat, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall war da halt so eine Marienstatue und die konnte man so umklappen und da war unten so ein Kästchen drin, so ein leeres. Ich denke mal, keine Ahnung, ob man da Grabbeigaben reingetan hat oder weiß er gar, was man damit gemacht hat. Auf jeden Fall hat er da dieses Artefakt reingetan und ich sollte beim 12. Gongschlag diese Statue umkippen, so. Und das Artefakt dann da rausholen und mein Freund hat dann halt vorne an dem großen Friedhofstor auf mich gewartet. Und dann stand ich jetzt da, so breitbeinig über diesem Grab. Es war stockdunkel, halt die Grabkerzen waren um mich rum überall am Flackern und dann ging es los. Es gongte einmal, es gongte zweimal und ich hatte so Schiss auf einmal und ich weiß nicht, so, man hat zuletzt ja auch schon die ganzen Blödmanns-Filme dann geguckt, ne? Wie, ja, was ist denn jetzt so, wenn jetzt so eine Hand, so eine Zombie-Hand von unten einfach hoch an die ans Gemächt greift und so. Boah, ich hatte Angst. Das kommen ja die komischsten Gedanken so. Dann stand ich dann da und beim 12. Gongschlag klappte ich das Ding um und dann direkt neben mir so war so ein Maschendrahtzaun und direkt neben mir so fing in voller Lautstärke was an zu blöken. Ich habe noch nie geschrien. So, als ich mich erschrocken habe, da habe ich das erste Mal geschrien. Wahrscheinlich lang, schrill und wie ein Mädchen. So, selbst mein bester Freund hatte Angst, machte das Gatter auf und ist mir entgegengelaufen, weil er dachte, was ist denn jetzt passiert? Ja, das Ende vom Lied. So, es war neben mir ein schwarzes Lämmlein. Weil direkt
daneben war eine Weide und da waren halt Schafe drauf. Und weil es halt so dunkel war, habe ich dieses dämliche schwarze Lamm nicht gesehen. Und das hatte sich wahrscheinlich von mir genauso erschrocken wie ich vor ihm. Und dann fing es an zu blöken. So, und ich habe, wer weiß, was ich gedacht, so, ich habe, das weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall ist es mir links kalt, rechts warm, so den Körper hochgekrabbelt, so, und dann im Gehirn hat sich alles getroffen, dass ich nicht umgefallen bin, ist alles. So, das war der Schock meines Lebens. So, und dann sind wir natürlich wieder nach Hause. Und dann haben wir gesagt, wir hatten dann noch jeder noch ein Artefakt zu suchen. Wir haben aber beide gesagt, so, komm, wir hören jetzt auf. So, wir haben da keinen Bock mehr drauf, machen wir nicht mehr. Und dann haben wir dann so dann am Küchentisch bei meiner Oma gesessen, dann haben wir uns halt auch unterhalten über diese Sache und über diese Sachen und was uns durch den Kopf gegangen ist bei all den Geschichten und wo wir denn Angst vor haben und was wir so gruselig fanden und welche Filme wir zum Beispiel auch gruselig fanden. So, und meine Oma, mein Papa, die hörten da gespannt zu. So, und hatten dann auch dann ihre Storys zu erzählen. Und dann hatte ich dann halt erwähnt, so, also das war der gleiche Abend noch, hatte ich dann halt erwähnt, so, die Szene, die mir am meisten Angst gemacht hat als Kind, oder in einem Film, die meiste Angst gemacht hat, war bei The Evil Dead. Als die Freundin von Ash als Deadite vor ihm im Schneidersitz sitzt und dann so irre anfängt zu kichern. Dieses Kichern, das hat mir damals eine Gänsehaut über den ganzen Körper beschert. So, und das habe ich dann halt so erwähnt gehabt. Und wir haben uns auch nichts dabei gedacht. Und wir haben uns dann auch dann mit Oma und Papa dann auch ein Bierchen getrunken. Und dann alles war dann irgendwie nach ein, zwei Stunden dann war der Shake vergessen. Alles war irgendwie wieder cool. Und dann haben wir gesagt so, komm, irgendwie so um 2 Uhr morgens oder was, holen wir jetzt die letzten beiden Sachen auch noch. Und dann mussten wir halt auch wieder in den Speckeweg runter, also in den Weg dann da runter. Und haben dann zusammen die letzten Artefakte dann geholt, sind dann wieder hoch und direkt an dem Friedhof wieder ist halt um den Friedhof rum ist so eine Hecke. Und die Hecke, die ging halt so und so. Und man konnte halt von hier nicht hier einsehen. Und hier haben sich meine Oma und mein Papa versteckt. Ja. So. Und wir sind dann da hoch. So, und dann fing meine Oma richtig so an zu kichern, wie so ein Dad. Da ist mir erst das zweite Mal passiert und dann glaubt, da bin ich auch fast umgefallen. So, ich habe wieder geschrien wie ein Mädchen und ich habe dann zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ich Sven nicht so auf den Arm gesprungen bin, ist alles. Sven hat sich auch kurz erschrocken, aber der fand das jetzt nicht so gruselig. So, aber ich, ne, weil ich da halt noch geimpft drauf war. So, hab mich halt voll drüber erschrocken. Und dann sprangen meine Oma und mein Papa dann raus und lachten sich den Buckel krumm, ne? So über so meine Unfähigkeit zu laufen, weil ich so richtig so wie besoffen man daher getorkelt bin. So, und ah, das war ganz schlimm. Und man sollte meinen, ich bin seitdem jetzt richtig schreckhaft. Aber vielleicht hat mich das auch abgehärtet. So bis heute erschrecke ich mich nicht mehr so sehr bei Jumpscares. Wahrscheinlich wegen diesem Abend. Ja. Das ist so meine persönliche Geschichte, so die ich jetzt mal noch so zu Halloween zum Besten geben wollte. Vielleicht hat es euch ja ein bisschen amüsiert und somit entlasse ich euch in die Macht des Grauens. Ciao!